Einnahme hochdosierte Vitamine, Mineralstoffe und Früchte. Reichhaltig, praktisch, lecker. Axamin gibt's in Ihrer Mikro. Meno Dütje. Migro kannst du jetzt auch Drogen kaufen. Das glaube ich, was soll das? Voilà, ici, Studio 94, c'est Jean-Claude, mais warte auf Dagens News. 3 Minuten, ist gut. Du wusstest, worauf du dich mit deinem eigenen Geschäft einlässt. Übers Morgen? Vielleicht später. Feierabend? Der ist gut. Aber es muss doch. Zur Tagesschau um 18 Uhr. Diese Themen erwarten Sie. Immer mehr Corona-Infizierte. Laut einem Mitglied der Covid-Taskforce steckt die Schweiz jetzt in der zweiten Welle. Personeller Neustart in Edda. Lilian Leuch ersetzt EU-Chefunterhändler Roberto Balzaretti. Die Tagesschau spricht mit der Neuen über die zukünftigen Beziehungen mit der EU. Kühl und bewölkt, im Laufe des Tages kommt Regen auf, in höheren Lagen schneit es. Die Corona-Fallzahlen steigen derzeit in vielen Ländern wieder stark an, auch in der Schweiz. Das Bundesamt für Gesundheit hat heute Mittag 2823 neue Fälle gemeldet, die in den letzten Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Damit liegt der 7-Tage-Schnitt bei 1247. Das sind 154% mehr als in der Vorwoche. Der Trend ist damit auf sehr hohem Niveau sehr stark steigend. Die Positivrate im 7-Tage-Schnitt liegt aktuell bei 10,2%. Das heißt, von 100 Tests waren im Schnitt rund 10 Tests positiv. Weitere Informationen beispielsweise zur Positivrate oder zur Zahl der Tests finden Sie bei uns online auf der SRF News App oder auf srf.ch. Die nackten Zahlen einzuordnen ist jeweils für den Laien nicht ganz einfach, doch so viel kann man sagen, für viele Experten ist die momentane Entwicklung besorgniserregend. Der ehemalige Leiter der Corona-Taskforce des Bundes, Matthias Egger, spricht gar von der zweiten Welle. Das ist die zweite Welle, aber das ist eigentlich nicht so wichtig. Die Frage ist, was für eine Welle wird das? Wird sie
rasch gebrochen werden, sodass sie schmal bleibt, wenig Schaden anrichtet oder wird es eben eine große, breite Welle. Was bedeutet denn das? Was kann man jetzt tun, damit die Welle eben rasch gebrochen wird? Einerseits auf nationaler Ebene die bereits bestehenden Maßnahmen mit zusätzlichen Maßnahmen ergänzen, zum Beispiel konsequente Maskenpflicht in Innenräumen, wie hier an der Universität Bern, oder eben das Homeoffice wieder propagieren. Erstmals ist mit Bundesrat Guy Parmelin auch ein Mitglied der Bundesregierung in Quarantäne. Parmelin gehe es aber gut, sagte Bundesratssprecher André Simonazzi heute an einer Medienkonferenz. Er hat keine Symptome und wurde gestern negativ getestet. Er war in Kontakt letzte Woche mit jemand aus dem Generalsekretariat, der gestern positiv auf Coronavirus getestet wurde. Deshalb hat er gestern auch einen Test gemacht und wurde negativ getestet. Er wird aber in Quarantäne bleiben, wie das üblich ist, gemäß den Gesundheitsbehörden. Er kann von zu Hause selbstverständlich arbeiten, hat die ganze Ausrüstung und hat an der heutigen Bundesratssitzung teilnehmen können. Nicht Bargelangs Quarantäne, sondern die strukturellen Anpassungen in EDA, dem eidgenössischen Außendepartement. Bereits 4 Top-Diplomaten hat die Schweiz in Sachen Rahmenabkommen nach Brüssel geschickt. Die nächste soll es nun aber richten. Livia Loi wird die Nachfolgerin des bisherigen EU-Chefunterhändlers Roberto Barzaletti. Maske ab. Bundesrat Gassis lüftet das Geheimnis um die neue EU-Chefunterhändlerin. Es ist Livia Loi, bisherige Botschafterin in Paris. In Bezug auf das Rahmenabkommen macht sie klar: Ich bin zuversichtlich, dass mit gutem Willen auf beiden Seiten und Verhandlungskreativität ausgewogene Lösungen gefunden werden können. Sie kennt die Zeichen der Diplomatie. Seit über 30 Jahren ist Livia Loi im Dienste des Bundes unterwegs. So war sie unter anderem Botschafterin im Iran, vertrat in dieser Funktion auch die Interessen der USA und wurde für dieses Engagement gar mit einem Preis geehrt. Diese Erfahrung soll nun das EU-Dossier weiterbringen, meint Bundesrat Gassis. Hinzu kommt, mit dem Wechsel gibt es eine Umstrukturierung. Loi leitet nicht nur die Direktion für europäische Angelegenheiten, sondern das ganze Staatssekretariat EDA. Und der größte und stärkste Signal, den wir nach Brüssel senden heute, ist, die wichtigste Person im Departement, die Person, die mich vertritt in den Ländern als Vizeministerin, wie sie im Ausland genannt werden, die ist auch die Chefunterhändlerin. Das ist ein klares Signal für Brüssel und sie haben es auch so verstanden. Wie das Signal tatsächlich verstanden wurde, das wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Der Bundesrat wird die Position zum Rahmenabkommen festlegen und dann die neue Chefunterhändlerin Loi nach Brüssel schicken. Im Interview des Tages wollte Bundeshausredaktor John Rui Vinzenz von Livia Loi genaueres zu ihren Plänen wissen. Frau Loi, die Verhandlungen mit der EU, das Rahmenabkommen, die stocken. Alle die Leute, die auf das Rahmenabkommen hoffen, hoffen jetzt auf sie. Wie gehen Sie denn Druck um? Ja, also Beziehungen zur EU, die ja unser wichtigster Partner ist, sind natürlich sehr wichtig. Darum kann ich das schon verstehen, dass die Erwartungen hoch sind. Und ich glaube, ja, im Vordergrund stehen Themen Rechtssicherheit und aber auch Solidarität mit der EU. Und ich glaube, ein Rahmenabkommen ist sehr wichtig als Basis, als solide Basis, um die bilateralen Verträge, die sich eigentlich sehr bewährt haben, auch gut in Zukunft können führen. Ich glaube, man muss jetzt mit ein bisschen Zuversicht und in die Hand jetzt Zuversicht, die bringen ja mit in die nächste Phase gehen. Und ich glaube auch, dass wir mit gutem Willen bereit sind und mit ein bisschen Verhandlungskreativität solche Lösungen, ausgewogene Lösungen finden. Das ist das Wort, das Sie heute schon gebraucht haben in der Medienkonferenz, Verhandlungskreativität. Was muss man sich unter dem genau vorstellen? In jeder Verhandlung kommen ja zwei Parteien, die unterschiedliche Vorstellungen haben. Also wo vorhin keine Verhandlung, wenn man von Anfang an einer Meinung ist. Also muss man irgendwo in dem Feld zwischendrin
Lösungen finden, die irgendwie für beide gehen. Das Stichwort ist aber die Interessen, dass man schaut, was sind für Interessen da und wie kann man die, es gibt ja nicht nur ein Jahr, wie man kann Interessen unter einen Hut bringen. Von denen, dort ist dann eben kein Problem. Können Sie als Beispiel nennen, Sie sind ja schon Erfahrung, dass Sie viel Erfahrung gesammelt in der Zürich. Wenden Sie da irgendwelche Tricks an, wie funktioniert das? Also Tricks? Nein, ich würde nicht sagen, dass es Tricks sind. Ich glaube, wichtig beim Verhandeln ist, dass man mal sehr gut seine eigene Interessenlage kennt und seine Ziele. Und dann muss man auch ein Vertrauensverhältnis natürlich mit seinem Verhandlungspartner aufbauen, damit man eben auch kann miteinander Sachen anschauen kann, was geht und was geht. Sie haben der Bundesrat schon lange gesagt, die drei Punkte, die er möchte reden, Unionsbürgerrichtlinie, Lohnschutz, staatliche Beihilfe, das ist klar. Er will seine Position da erklären, aber was hält Sie da überhaupt noch für ein Handlungsspielraum, wenn der Bundesrat das ja vorgibt? Eben, ein Verhandlungsspielraum gibt es immer. Der Bundesrat gibt mir die schweizerische Position vor und die geht dann weiter nach Brüssel. Und dort haben wir die Verhandlung. Kriegt mit dem Bundesrat. Sie sind eine erfahrene Diplomatin. Sagen Sie uns das, wenn zwei Leute schon lange, zwei Verhandlungspartner schon lange gleich am Tisch sitzen und auf einer Seite kommt plötzlich ein neues Gesicht dazu, wie verändert sich dort die Ausgangslage überhaupt? Die Interessen verändern sich natürlich nicht, aber vielleicht der Blickwinkel, ein frischer Blickwinkel, kann eben wieder eine neue Möglichkeit geben. Die EU hat ja übrigens auch einen neuen Verhandler, von dem her. Das gehört halt auch jetzt dazu, dass in Verhandlungen manchmal personelle Wechsel stattfinden. Jetzt hat es in der letzten Woche mehrere Politiker, mehrere Exponenten der Schweiz gesagt, das Rahmenabkommen, das ist tot. Wie werden Sie denn erklären, dass das durchaus immer noch lebendig ist? Das ist ja, da muss ich vielleicht einen Bundesrat zuhören, der eben sagt, er will jetzt seine Positionen, nachdem jetzt die BGI-Abstimmung durch ist, das hat er ja schon oft lang gesagt, dann geht es dann eigentlich in eine neue Phase. Und die soll jetzt kommen, da wird jetzt die Position fixiert. Und die Punkte sind, wo Sie etwas rausholen können, können Sie das schon sagen? Nein, im Moment kann ich natürlich noch nicht viel sagen. Ich bin am Tag 0, ich muss jetzt zuerst einmal in meinem Büro ankommen, bevor ich mich da zu den Verhandlungen im Detail müssen. Für den normalen, für den diplomatischen Laien, Diplomatin, jemand, der es mit allen ein bisschen gut hat, einen guten Draht hat, also ist für Sie eine gute Diplomatin? Ich glaube, eine gute Diplomatin ist eine, die die Interessen der Schweiz kennt, die mit Engagement verteidigt, mit Hartnäckigkeit und eben idealerweise auch mit Humanität und Kreativität. Dass Sie zum Teil in einem 5-Sterne-Hotel